Hallo meine Lieben, die Giritta. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon XD, der dunkle Sturm. Wir machen da weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Bedeutet, wir müssen dem guten Dolph echt noch eine verpassen, damit wir hier vorbeikommen. Okay, never mind, wir kommen auch so vorbei, aber er muss seine Lektion noch lernen, dementsprechend. So, zieh Leine, du Punk, oder du willst es nochmal mit Dolph, dem Grässlichen, aufnehmen? Okay, dann halt nicht. Gut, dann schauen wir mal hier weiter. Na, lasst ihr mich vorbei. So, hey, hey, hey. Das ist kein Ort für ein Kind wie dich. Dann halt nicht. Aber was soll ich denn dann jetzt dann machen? Okay, Neues von Team Krypto, Lenny OMBS. Hallo, hier ist Lenny von OMBS. Digi, hier ist irgendwas im Busch. Wir brauchen dringend deine Hilfe. Bitte komm zum OMBS Impyritus und beeil dich. Da hast du nochmal Glück gehabt, Dolph, dass ich jetzt nicht gegen dich kämpfen kann, sondern ich muss zu OMBS. So, OMBS ist natürlich Impyritus, deswegen springen wir da auch schnell hin. Laufen dann einfach mal ganz geschwind zum Fernsehsender und schauen mal, was der gute Lenny denn für uns hat. So, da müssen wir einmal ganz nach oben. Dauert nur einen ganz kurzen Moment. Machst du Witze? Team Krall hat dir deine Krallmaschine geklaut? Weit, tu doch was. Bin ja schon dabei, ich suche ja schon nach einer Lösung. Hm, das sieht nicht gut aus. Wir konnten nichts Neues über Team Krall in Erfahrung bringen. Sie scheinen aber nicht an Team Kryptos Machenschaften beteiligt zu sein. Team Krall arbeitet offenbar in eigener Sache. Oh, also ist unser Mobile von dem Schiff in der Wüste geflohen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, wohin es geflohen sein könnte. Das arme Ding, es weint bestimmt vor Hunger und Angst. Unser Mobile ist da draußen, irgendwo muss sich von dem ernähren, was es gerade so findet. Suche es bitte noch einmal. Ich weiß, dass wir das nie wieder gut machen können, aber wir wissen uns einfach nicht mehr anders zu helfen. So, du hast Mobile gesehen. Oh, aber es ist immer weggelaufen, aber ich bin schon beruhigt, dass es wohl auf ist. Ich vermute, mein Mobile ist in der Zwischenzeit sehr hungrig geworden. Ich bin mir sicher, dass es etwas zu fressen sucht. Ja, wie gesagt, nur was soll ich denn machen, ohne die Möglichkeit an Pokésnacks ranzukommen? Ja, das ist großartig. Das wird sich das kleine Mädchen aber freuen. Du solltest es ihr sofort sagen. Ja, wie gesagt, ich habe es ihr gesagt. So, wenn man mit Chloe an einer Story arbeitet, muss man ständig auf sie warten. So, da gucke ich lieber nochmal in die Mailbox. Was sagt die denn genau? Lenny ONBS. Na gut, irgendwo in diesem Gebäude müssen wir dann ja hin. Mal sehen, wo vielleicht irgendwas triggert. Ah, das KP Plus hatten wir noch nicht abgeholt. Gut, dann ist das auch erledigt. Unten dann.
Ah, hier haben wir ihn. Lenny, Digi, da bin ich froh, dass du hier bist. Ich habe schon auf dich gewartet. Wie bitte? Was ist mit deinem Arm passiert? Hast du da nicht die Krallmaschine getragen? So, ich erkläre, was passiert ist. Jetzt verstehe ich, Team Krall steckt also dahinter und es überrascht mich gar nicht, dass sie hinter der Krallmaschine her waren. Vor ungefähr 5 Jahren hat Team Krall mit Team Krypto zusammengearbeitet. Aber als Team Krall die Krallmaschine gestohlen wurde, ließ Team Krypto sie fallen wie eine heiße Kartoffel. Ich dachte, Team Krall hätte sich aufgelöst. Sie müssen irgendwo gesehen haben, dass du die Krallmaschine trägst. Ach du lieber Himmel. Na, vermutlich im Fernsehen. Ich versuche sofort, mehr über Team Krall in Erfahrung zu bringen. Ich lasse es dich sofort wissen, sobald wir etwas herausfinden. Ach richtig, was hätte ich diese E-Mail, die ich bekam, vergessen? OMBS wurde von jemandem kontaktiert, der vorgibt, von einer Kryptoanlage geflohen zu sein. Wir haben darüber diskutiert, ein Nachrichtenteam hinzuschicken, aber es gibt keine Garantie, dass es nicht eine Falle oder zumindest gefährlich sein könnte. Es fällt mir schwer, dich zu fragen, aber könntest du dich dort vielleicht mal einmal umsehen, Digi? Gerne. Vielen Dank, wir wissen, dass wir dir vertrauen können, Digi. Unsere Kontaktperson heißt Horatz. Er sagte, er wartet in der Wüstenbar. Wüstenbar? So, die Wüstenbar liegt östlich von Phenak. Du findest sie schon. Wir brauchen deine Hilfe. Wir versuchen mehr über Team Krall zu erfahren, während du weg bist. Alles klar. Gut, dann mal auf zur Wüstenbar. Mal sehen, ob das wirklich eine Bar ist oder ob das einfach nur ein Name einer Oase ist. Ah, nee. Natürlich will ich nicht nach oben, sondern nach unten. So, dann mal ab durch die Stadt und rüber zur Wüstenbar. Obwohl ich einmal in den Shop mal reinschauen muss, beziehungsweise in den Itemladen, weil ich wieder keine Beleber habe. Ein paar Beleber zumindest zu haben, wäre ganz wichtig. Obwohl ich glaube, ich bin auch low an Pokébällen. Im Besitz 0 Pokebälle. Also zumindest von den normalen. Guck mal, Stardam mal 25. Superbälle habe ich auch nur noch ein paar. Guck mal, da auch ein paar. Habe ich irgendwas zum Verkaufen? Ach ja, stimmt, diese ganzen AP Plus und so Gedönse. Aber gut, das machen wir irgendwann mal anders. Wenn mal Geldknappheit bestehen sollte. So, dann mal ab in die Wüstenbar. Oh, da meldet sich unser Queen-Radar. Oh, die Queen ist irgendwo aufgetaucht. Na, wen haben wir denn da? Die schon wieder. Rülps, boah, bin ich voll. Das war die erste volle Mahlzeit seit langem. Ja, das ist ganz klasse, blöd. Aber ist das wirklich die richtige Art zu leben? Ich mache mir Sorgen um meine Zukunft, weißt du? Vielleicht sollte ich meinen Lebensstil ändern. Was redest du denn da, Hein? Das klingt ja gar nicht nach dem Hein, den ich kenne. Hast du denn den Traum vergessen? Den Traum von unserem Boss? Eines Tages werden wir alle Pokémon auf der ganzen Welt besitzen. Davon rede ich doch die ganze Zeit. Hüstel, Hüstel. Direkt schwenkt die Musik um. Oh, Boss. So. Ja. Habt ihr etwa gerade über mich gesprochen? Nanu, wenn das nicht dieser haarsträubend unangenehme Kerl ist, der mir damals am Poképlatz fast meine Frisur ruiniert hat.
Das nenne ich perfektes Timing. Nach dem Essen sollst du ruhen oder 1000 Tanzschritte tun und dich in Grund und Boden tanzen. Und Musik bitte. Hey, dann schon wieder mal gegen den. So, wieder mal Lombrero und Lombrero. Nice, immerhin verwirrt. Komm. Geht doch. Warum kann es nicht immer so sein? Wenn die Gegner verwirrt sind, immer sich selber verletzen. Oh, natürlich hat er noch einen Lombrero. Glück ist es nur Regen. Bitte auf Psyana. Ah. Aua. Bitte auf Psyana. Danke. Geht doch. So, dann erledigen wir erstmal den einen und dann den anderen. Oh, Nasknet. Natürlich ist es ein Krypto-Nasknet. Und schon wieder Stolunior. Du kriegst das doch nie auf Level 32. Was soll das denn? Jetzt müsste man gucken. Und jetzt geht wieder das Spielchen los. Na, mal schauen, ob wir... Ah, stimmt, da war ja was. Jetzt, wo ich die Krallmaschine nicht habe, kann ich ja keine Pokémon mehr fangen. Ja, wow, dann wird's ja jetzt witzig gegen Nasknet. Dann muss ich das anders machen. Gut, Lombrero ist schon mal weg. Hat der noch eins? Natürlich hat er noch ein Kapalores. Sehr gut. Das hat für Nasknet gereicht.
Sehr schön, kein Regen mehr, bedeutet Aquaknarre wird nicht mehr geboostet. Kaum hört der Regen auf, kommt schon der nächste. Gut, dann haben wir die Queen endlich besiegt. So, ich hätte nach dem Essen etwas ruhen sollen. Tja, wäre vielleicht besser für dich gewesen. Oh, wie kannst du es wagen, du Cretin? Aber nächstes Mal zeige ich dir meine Killer-Choreografie. Vorhang bitte, ich muss weg. Auf Nimmerwiedersehen. Gut, dann gehen wir mal in die Wüstenbar rein und mal schauen, was uns da denn erwartet. Wieder mal ONBS. Sondermeldung. Das Frachtschiff Libra wurde in der Wüste nördlich von Phenak entdeckt. Sein rätselhaftes Verschwinden wird Team Krypto zugeschrieben. Allerdings ist noch völlig unklar, wie das Schiff in die Wüste transportiert wurde. Auch die Motive, weshalb Team Krypto das Schiff enterte, bleiben im Dunkeln. Unglücklicherweise fehlt jede Spur von den Pokémon, die sich an Bord befanden. Die Sorge um ihr Wohlbefinden wächst weiter. So. Ich heiße Horaz. Bist du vielleicht Digi? Schön, dich zu treffen. Ich hatte solche Angst, dass Team Krypto mich finden und verschleppen könnte, wenn ich länger bliebe. Weißt du, ich bin aus der Team Krypto-Festung im Norden geflohen. Was, du kennst diese Festung? Wow, ihr Leute vom OMBS seid echt gut informiert. Die Krypto-Festung ist eine Fabrik, in der massenweise Krypto-Pokémon erschaffen werden. Als ich das herausfand, war ich absolut geschockt. Ich fand das so schrecklich, dass ich geflohen bin. Als ich floh, konnte ich ein Krypto-Pokémon mitnehmen, aber da gab es schon ganz viele Krypto-Pokémon. Ich bin sicher, dass seitdem noch viel mehr von ihnen erschaffen wurden. Kann ich das vielleicht haben? Als ich noch bei Team Krypto war, redeten alle von einem Jungen, der Krypto-Pokémon krallt und sie rettet. Bist du das vielleicht? Falls ja, dann hätte ich eine große Bitte. Würdest du bei dem Krypto-Togepi, das ich Team Krypto stahl, die Krypto-Erlösung durchführen? Na klar. Vielen, vielen Dank und pass bitte gut darauf auf. Ja, das würde ich gerne sagen, aber dein Team ist schon voll. Ja. Und wetten, hier ist natürlich kein Pokémon-Lagerungssystem. Natürlich nicht. Gut, dann muss ich das Krypto-Togepi wann anders holen. So, wer bist du? Hast du die Nachrichten gesehen? Team Krypto hatte tatsächlich die Stirn, hier wieder aufzutauchen. Ich frage mich nur, wo haben sie all die Krypto-Pokémon hingebracht, die auf der Libra waren? Ist das wahr, mein Freund? Du reist also ganz allein? Wenn du weiterreisen möchtest, solltest du deine Vorräte hier aufstocken. Wir haben sogar einige Pokébälle. Lange Zeit waren die Pokébälle reine Staubfänger, aber dank der wilden Pokémon gehen sie weg wie warme Semmeln. Nope. Außer du hast Pokésnacks. Er hat Pokésnacks. Nice. Das heißt, ich kann jetzt sogar mir ein paar davon holen. Und dann kann ich zu einem dieser Poképlätze gehen und die für Mobile auslegen. So, hi, wir bereisen gerade Orre. Und zwar joggenderweise. Würdest du uns begleiten? Nee. Muss nicht sein. Als wir zum Crow Canyon kamen, fanden wir das Team Krall-Versteck. Angeblich haben sie seit langem ihr Versteck verlassen, aber ich glaube, da trieb sich irgendjemand oder irgendwas rum. Vielleicht waren es die Geister von Team Krall. So, bist du dann der, mit dem ich reden muss? Ihr Kleiner, dich kenne ich doch von irgendwoher. Bist du vielleicht ein berühmter Pokémon-Trainer? Natürlich. Schmatz. Ich weiß doch Bescheid. Dein Blick sagt alles. Du bist bestimmt sehr gut. Ich wette, deine Pokémon sind auch erste Sahne, was, Kleiner? Falls es sich mal ergeben sollte, würde ich gerne mal gegen dich kämpfen. Schmatz. Obwohl ich nicht glaube, dass du mich schlagen kannst. Oh. Okay. Team Krallversteck. Lenny OMBS. Wir haben das Team Krallversteck ausfindig gemacht. Es ist ihr alter Unterschlupf nördlich der Wüstenbar. Über die Zahl der Mitglieder und über ihren Anführer, Drakrall, wissen wir leider nichts. Sei vorsichtig.
Übrigens, suchst du nicht das Team Krallversteck? Ganz zufällig ja. So, das Team Krallversteck muss hier irgendwo sein. Ich kam daran vorbei, als ich aus der Kryptofestung floh. War ein ziemlich unheimlicher Ort. Hey, warte, warte noch mal. Ach, Dads, auf einmal. Hey, ich heiße Willi. Ich weiß jetzt wieder, wer du bist. Du bist der Junge, der Team Krypto aus Fenak verjagt hat. Stimmt's. Ich sah dich im Fernsehen. Hey, hör mal, lass uns doch mal kämpfen. Okay. Jeha, das nenne ich Kampfgeist. Alles klar, okay, dann. Also dann, hier lang. Jeha, der Motor läuft heiß, die Maschine rührt. Jetzt gebe ich Vollgas. Brumm, brumm, legen wir los. Naja, mal schauen, wie gut er ist. Der gute Biker Willi. Zickzacks und Zickzacks. So, mal sehen, ob wir es dieses Mal dann schaffen, Hunduster zu entwickeln. Hunduster erreicht Level 25. Biss, natürlich. Immer her damit. Immer her damit, natürlich. So, ja, Charme braucht keiner. Okay, er hat noch einen Geradax. Och nee, nicht eingraben. Eissturm? Ah, zum Glück hat das nicht viel gemacht. So, das war's mit Geradax. Und natürlich hat er noch eins. Oh, nicht schon wieder. Ach, jetzt bin ich auf einmal langsamer. Na gut, dann machen wir erstmal das Geradax-Pferd. Yay. Warum? Warum auf Hunduster? Ich meine, natürlich ist es sehr effektiv, aber warum? Jetzt muss ich da extra einen Beleber draufpacken, damit er sich eventuell dann entwickelt.
Aber ich muss sowieso gleich erstmal irgendwo hindern, wo ein Pokémon Center ist. Nicht schon wieder! So, dieses Mal treffe ich aber. Gut, dann haben wir den guten Biker dann doch noch besiegt. Ach, was für eine Schlappe. Ich muss mehr trainieren. Na endlich! Hundusta entwickelt sich. Oh, das sieht gut aus. Glückwunsch, dein Hundusta wurde zu einem Hundemon oder Hundemon, je nachdem wie man es aussprechen möchte. Nice. Aber holla, du bist wirklich knallhart, Kleiner. Du hast es uns gezeigt. Solange du in der Gegend bist, ist Ore in Sicherheit. Gut, dann gehe ich jetzt erstmal irgendwo hin, wo es ein Pokémon Center gibt. Und zu einem... in ganz guter Nähe zum Ausgang. Da kommt Phenak mir nur in den Sinn. Denn das Pokémon Center von Phenak ist ja hier direkt vorne. So. Gut, dann schauen wir auf jeden Fall noch zum Team Krallversteck nach oben. Und mal schauen, was uns dort erwartet. So, Team Krallversteck. Die ehemalige Basis ist offenbar ihrer Zerstörung. Offenbar nach ihrer Zerstörung wieder in Gebrauch. So, wer meldet sich? Einladung ins Kolosseum Larga, Troy. Sehr geehrter Digi, ich hoffe, es geht dir gut. Ich teile dir hier mit voller Stolz die Wiedereröffnung des Kolosseum Larga mit. Du bist herzlich eingeladen, gegen hochrangige Trainer anzutreten. Irgendwann anders vielleicht. Wow, das ist eine ziemliche Bruchbude hier. Okay, also da links kann man nicht hin. Na gut, dann können wir nur durch den Haupteingang. Hm? Bist du ein neuer Rekrut und willst Team Krall beitreten? Oder bist du nur ein Eindringling? Ach, lass uns kämpfen. So, Misanko heißt er. Gut, dann machen wir ihn jetzt noch fertig und danach ist dann Schluss für heute. So, Konfusion bringt gegen Kramurx nichts, dafür gegen Myrapla. Deswegen Bodycheck dann auf Kramurx. Boah, die Bewegungen von Golbat sind ja ein bisschen nervig. Dieses Hin- und Her-Gewackel. Na gut, dann Konfusion gegen Golbat und Bodycheck gegen Kramurx. Oh, ein Absol.
Und das war's mit Kramorks. Gut, jetzt haben wir nur noch Absol. Au. So. Und Dämon erreicht Level 26. So, trotz dieses Ausgangs war es ein guter Kampf. Du weißt, wie du mit deinen Pokémon umgehen musst. Ich sag's ungern, aber du hast mich geschafft. Deine Stärke könnte uns nützen. Komm, werde Mitglied bei Team Krall. Wir sind immer auf der Suche nach so herausragenden Talenten wie dir. Ja, nee, kein Bedarf. Aber gut, ich würde sagen, an dieser Stelle speichern wir dann einmal ab und machen dann Schluss für heute. Beim nächsten Mal kämpfen wir uns dann durch die Team Krall-Basis dann. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, zeigt das immer gerne durch einen Daumen nach oben. Abonnieren nicht vergessen, wenn ihr zum ersten Mal dabei seid. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal dann wieder. Haut rein. Ciao, ciao.